Das ist Milchschaum. Das ist richtig guter Milchschaum. Hallo und herzlich willkommen zur Kaffeezeit. So, nachdem wir jetzt die Maschine entkalkt haben, hatte ich ja euch versprochen, auch nochmal über die allgemeine Reinigung der Maschine zu sprechen und euch da ein oder zwei Tipps zu geben. Und zwar kommt das deswegen, eigentlich müsst ihr hier kaum irgendetwas machen. Ich habe aber mal vor sehr langer Zeit, ich bin ja über 5 Jahre jetzt schon Nespresso-Kunde und habe seit 5 Jahren die De'Longhi Nespresso Latissima. Und ich bin mal, ich habe mich mal mit einer Dame von Nespresso unterhalten, die in der Wartung ist. Und die hat mir mal erzählt, wenn sie schon mal Maschinen zum Reparieren bekommen, wie die teilweise aussehen. Also ob die Leute einfach nicht mal reingucken oder so. Und da hat sie mal ein oder zwei Sachen gezeigt. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, okay, das passiert mir nicht. Das heißt, ich möchte euch einfach mal kurz sagen, was man machen kann, um die Maschine generell sauber zu halten. Klar, nach jedem Latissima bzw. nach jedem Kaffee, Genuss bzw. Milchgenuss wird hier einmal auf den Knopf drauf gedrückt. Das ist ja keine Arbeit. Dazu stellt man natürlich immer eine zweite, ich habe hier so einen normalen Becher drunter, den ich im Übrigen immer, wenn ich die Kaffeetasse rausziehe, weil hier, seht ihr, das ist jetzt vom Wasser noch, vom Entkalken, aber hier bleibt immer noch ein oder zwei Tropfen hängen. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Kaffeetasse da wegnehme, dann habe ich hier unten immer jede Menge Kaffeetropfen, die ich dann wegmachen muss. Um das zu verhindern, mache ich das so, wenn mein Kaffee fertig ist und ich mir die Tasse wegnehme, stelle ich das Ding direkt runter. Dann kann der Tropfen hier reinfallen und zum Milch sauber machen, den Milchbehälter hier sauber machen, fließt es dann auch alles direkt da rein. Also das würde ich einmal empfehlen. So. Dann haben wir, was kann noch schmutzig werden? Also hier oben das zum Beispiel, hier kommen ja die Kapseln rein, hier kann nichts schmutzig werden, das kann man im Prinzip ignorieren. Dann haben wir hier unten ja eine kleine Klappe. Das ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen nass vom Entkalken, weil da Wasser durchgelaufen ist. Hier müsst ihr ab und zu mal aufpassen. Diese Klappe ist dafür da, also die großen Tassen kriegt ihr so drunter. Und wenn ihr jetzt kleine Tassen habt, dann zieht ihr die raus, dann stellt ihr die normale Kaffeetasse da drunter. Dafür ist dieses Ding da. Aber ihr könnt das auch noch rausziehen und wie ihr sehen könnt, da kommt immer ein bisschen Wasser vom Überlauf des Kaffees rein. Das heißt, ihr müsst hier ab und zu mal reinschauen, wenn ihr wie ich das Ding immer drinnen habt, müsst ihr ab und zu mal reinschauen, ob das Ding nicht überläuft, weil dann denkt ihr, ich hab mal gedacht, meine Maschine wäre kaputt, weil das hier übergelaufen ist und hier rundherum nass war. In Wirklichkeit war nur dieser Tank hier voll Wasser. Also das machen, da könnt ihr auch natürlich mal durchwischen, aber hier läuft ja nur Wasser rein, sauberes Wasser, also das muss ich jetzt nicht sauber halten. Ich kann natürlich hingehen und kann hier rein auch noch mal gehen und hier noch ein bisschen sauber machen und das ist natürlich möglich, ja, aber hier unten brauche ich eigentlich nicht großartig was zu tun. Hier ist der Auffangbehälter für die Kapseln und der wird schon mal, ich versuche das mal zu machen, ohne dass ich es hier Sauerei machen, der wird schon mal ein bisschen schmutzig, weil natürlich hier in den Kapseln immer noch gewisse Restmengen an Wasser sind oder Wasser auch rausläuft und die sind natürlich schmutzig, klar, die muss ich, da brauche ich keinem zu erzählen, da wische ich mal innen durch und dann sind die auch sauber. Was aber auch noch zu säubern ist, trotzdem es eine Funktion hat, die sich selber säubert, und zwar dieses Teil, dass ich das hier ab und zu mal auswasche, wo die Milch drin ist. Und auch hier, das sind Einzelteile, da habe ich dann den Tipp von der Dame bekommen, wie man das sauber macht. Das mache ich aber nicht hier, sondern dafür gehen wir in die Küche, weil ich hier keine große... So, herzlich willkommen in meinem Spülbecken. So, das hatte ich euch gezeigt, also das ist ja relativ ordentlich sauber zu halten. Ihr braucht ja nichts zu machen, weil hier halt nur das normale Wasser vom Überlauf drüber geht. Das heißt also, das mache ich einfach nur trocken und gut ist. So, dann haben wir hier, das hatte ich euch gezeigt, das ist die der Überlauf, das heißt, beziehungsweise wo die Kapseln reinkommen, das wird ein bisschen mit Kaffeedreck sauber, beziehungsweise schmutzig.
Das heißt, das wische ich einfach mal durch. Dann ist das auch wieder sauber und gut ist. Das ist alles noch nichts Wildes. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich hauptsächlich zeigen wollte. Wir haben hier unseren Milchaufschäumer. Das ist klar, dass wir das Teil ab und zu mal sauber machen, und zwar mit warmem Wasser immer, weil die Milch, die hier drin ist, hat ja Fett. Und wenn ihr die Ecken hier richtig sauber machen wollt und macht das mit kaltem Wasser, ist das Kacke. Entschuldigung, aber ist so. Das heißt also, den ordentlich sauber machen, und dann haben wir den auch. So, dann haben wir dieses Teil, und da gucken wir jetzt mal rein. Das heißt, das hier ist alles zum Auseinandernehmen. Das heißt, ich kann diesen Saugschlauch rausnehmen, dann kann ich dieses Teil hier rausnehmen, dann das und hier oben das. Das heißt also, dann habe ich hier meine diese Variante. So, das ist ganz klar. Jetzt habe ich natürlich hier, läuft ja Milch durch. Hier kommt zwar auch immer, dieses Teil ist eigentlich immer sauber, weil hier ja mit dem heißen Dampf gereinigt wird. Aber man kann hier natürlich auch mal nochmal schauen. Hier genau das Gleiche. Das kommt in die Maschine rein, wird auch eigentlich nicht schmutzig, weil hier keine Milch durchläuft, sondern durch dieses Teil läuft nur heißer Dampf bzw. heißes Waser. Das Ding wird genauso überhaupt nicht schmutzig, muss ich natürlich nicht machen. Aber dieses Teil hier, das hängt natürlich immer in der Milch drin und das wird natürlich auch nicht gereinigt, logischerweise. Das heißt, wenn ihr euch das mal genau anguckt, da bleibt natürlich so ein bisschen drin und das will man natürlich nicht. Jetzt kommt man da natürlich schlecht rein. Ich mache das immer so, und zwar ich mache das ganz simpel mit einem Q-Tips. Das heißt, ich gehe hier mit dem Q-Tips rein, stoche hier so ein bisschen rum, dann hier oben drücke ich das so ein bisschen auf Seite und dann mache ich das hier oben auch. Ich hoffe, man kann das gut sehen auf dem Video. Und das war es dann eigentlich schon. Beide Seiten, damit es sich lohnt für das Q-Tips. So. So, und damit ist das Ding komplett sauber. Das sieht man, also den Unterschied sieht man. Das ist jetzt nur noch Wasser drin. Aber hier bleibt natürlich oft das drinstehen. Und das kann sein, dass die Milch dann ein bisschen riecht. Das muss ja nicht sein. So, das war es eigentlich. Und dieses Teil hier reinigt sich auch eigentlich selber. Aber auch hier hat mir die Dame von Nespresso damals erzählt, man kann hier auch reingehen. Ich nehme mal ein neues. Man kann hier auch reingehen. Das hier ist natürlich, weil es eine neue Maschine ist, da ist natürlich noch nichts. Aber wenn ihr die jeden Tag über Jahre benutzt, könnt ihr hier auch reingehen und könnt da hinten dann ganz weit drin. Manchmal sieht man ein bisschen Milchreste, die da drin sind, aber hier ist jetzt nichts drin. Aber ihr könnt halt hier mit einem Q-Tips in die Löcher, die hier drin sind, wenn ihr da reinguckt. Hier ist noch alles sauber, klar, aber wie gesagt, die Maschine ist ja neu. Die dürfte nicht dreckig sein. So, das war es eigentlich. Auch das nehme ich jetzt natürlich dann wieder. Ich zeige euch nochmal gerade den Zusammenbau. Das hier wird einfach hier oben reingesteckt. Das ist praktisch zum Milchausschäumen. Das Teil wird hier oben einfach drauf gedreht. Das ist total simpel. Ihr könnt da auch nichts falsch machen. Hier kommt, hier könnt ihr einstellen, wie viel Milchschaum ihr haben wollt oder ob er ausgebaut werden soll. Das kann man hier, und hier ist dieser Clean-Knopf nochmal, der ist eigentlich wirklich optimal, dadurch müsst ihr hier gar nichts dran machen. Und das Teil hier, wo die Milch durchläuft, wird hier drauf gesteckt und steht dann im Prinzip immer im Milchtank drin. Und hier solltet ihr wirklich aufpassen, dass ihr mindestens dieses Teil, ich sag mal, alle 2 Wochen mal rausnehmt und mit so einem Q-Tips da mal sauber macht, damit von innen die Milch wirklich rauskommt und dass es also sauber ist. So, und jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr die Mengen an Milch und an Kaffee so in eure Becher mixen könnt, in der Menge, wie ihr das gerne haben wollt. Das hängt natürlich einmal von großen oder kleineren Bechern oder Tassen ab und wie ihr die Kombination, wie viel Milch will ich haben und wie viel Kaffee will ich haben. Das ist aber jedem anders. Es gibt hier zwar einige voreingestellte Sachen, aber ich habe mir das immer auf meine, speziell auf meinen Groß, auf meine großen Becher individuell eingestellt. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. So, Kapsel rein. Ich muss im Prinzip hier eine Taste gedrückt halten. Das heißt, hier ist die Latte Macchiato-Taste und die drücke ich jetzt mal und halte sie auch und dann fängt sie an zu blinken.
So, und jetzt läuft die Milch raus. Jetzt muss ich drauf bleiben auf der Taste. Und solange ich mit dem Finger auf der Taste bleibe, fließt hier Milch rein. Das heißt, jetzt schaue ich mir erst, bis ich ungefähr hier bin mit meiner Milch. Das ist halt das Gute. Ich kann das wirklich komplett individuell einstellen. Und die Maschine merkt sich die Menge dann. So. Das ist okay. Jetzt nehme ich den Finger weg und gehe wieder mit dem Finger drauf. Und jetzt läuft der Kaffee rein. Und zwar so viel, wie ich haben will. Und ich lasse in meinen Latte Macchiato immer etwas mehr Kaffee reinlaufen, wie das normalerweise der Fall ist, weil der wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Das heißt, auch hier wieder so lange den Finger gehalten lassen, bis ich annehme, okay, das ist die Menge an Kaffee, die ich in meinem Latte Macchiato haben möchte. So, das reicht mir jetzt aus. Jetzt nehme ich den Finger weg. Jetzt hängt das Blinken auf. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich den Becher jetzt runterstelle und auf diese Taste drücke, dann weiß die Maschine, dann macht die Maschine genau diese Menge an Kaffee, beziehungsweise diese Menge an Kaffee und diese Menge als Milchschaum und hat sich das jetzt gemerkt. Ihr könnt das mit jeder Taste machen. Das heißt, große, kleine Tassen Kaffee könnt ihr euch wirklich anpassen. Ihr müsst dann nur jeweils auf die Taste, es funktioniert bei jeder Taste, den Finger so lange draufhalten, wie ihr die Menge haben wollt. Und das nächste Mal, logischerweise, muss ich nur einmal drauf tippen und dann macht er mir genau die Menge, die ich haben möchte. So, das war in aller Ausführlichkeit das Entkalken der Latissima Touch. Funktioniert natürlich bei den anderen Latissimas genauso. Also die Programme sind eigentlich alle gleich. Ich habe euch gezeigt, wie man die Menge einstellt. Ich habe euch gezeigt, wie man hier oben mal so alle 2 Wochen die richtige Reinigung, also die Intensivreinigung macht. Und ansonsten, die Maschine macht so wenig Arbeit. Wenn man bedenkt, was man bei den anderen Maschinen alles für Arbeit hat, um diese ganzen Sachen sauber zu halten, einigermaßen sauber zu halten. Also ich bin da pingelig, wenn ich das Zeug trinke, soll das alles entsprechend sauber sein. Das heißt auch innen drin. So, das war die Rundrum-Geschichte. Ich habe aber noch 2 Themen, und zwar, was gehört dazu? Ihr habt gesehen, ich habe hier solche doppelwandigen Latte Macchiato Tassen. Die haben den Vorteil, ist hier, die Maschine macht einen sehr heißen Kaffee, also das ist ja gut, aber wenn ich das in eine normale Tasse tue, dann kann ich die schon mal nicht so anfassen. Die doppelwandigen haben den Vorteil, das kann so heiß sein da drin, das Getränk, wie es will. Meine Hände werden nicht zu heiß und der Kaffee bleibt, Latte Macchiato genauso, oder die Milch, die da drin ist, bleibt länger warm wie bei einwandigen. Diese Gläser hier kriegt ihr um die 6, 7, 8 Euro das Stück. Ich habe hier die großen, das sind 330 Milliliter, das hier sind 240 Milliliter, das könnt ihr halt gucken. Ich nehme immer die großen, die sind von Villaroy und Boch, die hier habe ich von Jacobs bekommen. Also in der Regel eine einigermaßen gute Qualität, dass sie einem nicht direkt in der Hand zerbröseln. Müsst ihr etwa so knappe 10 Euro pro Stück kaufen, aber die halten ja dann unheimlich lange. Das zur Tasse an sich. Klar, dass da schöne lange bei den großen Gläsern muss natürlich ein langer Latte Macchiato Löffel dabei sein. Die gibt es auch sehr preiswert. Und dann kommen wir noch zu den Kapseln. Das hatte ich euch noch versprochen, dass ich euch da nochmal einen Tipp gebe. Wir haben ja einmal die Nespresso-Kapseln. Hier ist so ein Sammelsurium der Kapseln. Nespresso bietet ja sehr, sehr viele Kapseln an in verschiedenen Stärken, mit Koffein, ohne Koffein, bitter, nicht so bitter, milder, wie auch immer. Also hier, ihr könnt hier sehen, da hier sind noch gar nicht alle drin. Also das könnt ihr euch alles genau bei Nespresso.com auf der Seite anschauen und ihr könnt auch dort Kapseln bestellen. Zu den Nespresso-Kapseln habe ich aber, so zufrieden ich mit der Maschine bin und mit dem Kaffee, 2 Sachen. Einmal sind mir die Nespresso-Kapseln mit mittlerweile 40 bis 45 Cent pro Kapseln, muss ich sagen, zu teuer. Ihr kriegt dann einen tollen Kaffee. Und wenn ich vergleiche, wenn ich jetzt irgendwo in einem Kaffee für 2,70 oder 3 Euro mir ein Latte Macchiato bestelle, sind 40 oder 45 Cent pro Kapsel, also pro
Latte Macchiato zu Hause, immer noch preiswert, ist okay. Aber es gibt mittlerweile sehr gute Alternativen auf dem Markt und die wollte ich euch noch vorschlagen. Und zwar, es gibt seit einiger Zeit von der Firma Jacobs, gibt es in verschiedenen Stärken, auch mit Aluminiumkapseln, gibt es Kaffee und Jacobs ist ja bekannt dafür, dass sie guten Kaffee machen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch andere Varianten ausprobiert. Ich habe im Internet diese billigen Sachen probiert, die haben alle nicht geschmeckt. Es gibt ganz viele so No-Name-Sachen, die die Kapseln anbieten, hat mir alles nicht geschmeckt. Und irgendwann bin ich dann auf Jacobs gestoßen. Diese 20er-Packungen hier könnt ihr beim Aldi kaufen. Und diese 20er-Packung kostet 3,99 Euro. Also 4 Euro, 20 Packungen, ist relativ leicht zu rechnen. Das heißt, die Kapsel kostet mich 20 Cent statt 40 oder mehr wie 40 Cent. Also etwas mehr wie die Hälfte spare ich, wenn ich die Jacobs-Kapseln hier habe. Die Jacobs hat etwa 7 oder 8 verschiedene Varianten, auch hier von den Stärken. Das ist eine mildere mit 4. Es gibt auch 10 oder 12 oder 8 oder 6. Und es gibt auch eine Decaf-Kapsel. Das heißt, das ist eine, da ist Kaffee drin, der entkoffeiniert ist. Oh Gott, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Der ist entkoffeiniert. Also eine Kapsel könnt ihr bei Jacobs dort auch kaufen. Manchmal sind Angebote da. Ich habe letztes Mal 40er-Packungen beim Aldi bekommen. Die waren dann noch günstiger. Habe mir dann direkt natürlich ein großes Arsenal angelegt. Kann ich empfehlen. Die schmecken mindestens genauso gut wie hier. Was ich hier nicht habe bei Jacobs, sind diese Varianten, die es bei Nespresso gibt. Bei Nespresso gibt es ja mit Vanillegeschmack, mit Schokogeschmack, mit alles Mögliche. Zu Weihnachten gibt es einen bestimmten Kaffee, der irgendwie nach Weihnachten schmeckt etc. Das habe ich hier natürlich nicht. Aber ich will ja normalen Kaffee kaufen und ich kann mir ja immer mal wieder beim Nespresso-Laden kann ich ja immer mal wieder reingehen und kann mir mal irgendwas Besonderes kaufen, wenn ich will. Aber die Kapseln sind klasse, wirklich gut. Ich habe lange gesucht und benutze sie nur noch. Die gibt's hier, ja, es ist jetzt eigentlich egal, im 6er, 8er, 4er, die haben dann verschiedene Farben und sehr günstig, kann ich empfehlen, sind klasse. Aber jetzt werden einige Leute wahrscheinlich denken, oh ja, Kapseln, Aluminium und Umwelt und wie auch immer. Auch dazu habe ich eine kurze Info. Die Aluminiumkapseln, ob das jetzt die hier sind von Jacobs oder ob das die Aluminiumkapseln von Nespresso sind oder von wem auch immer, die gehören natürlich nicht in den Restmüll, sondern die gehören in die gelbe Tonne. Und ihr könnt euch im Internet da gerne erkundigen. Diese Sachen sind zu über 90% aus Aluminium und sind auch recycelbar. Das heißt, der Umweltfaktor ist so, wenn ich die ordentlich, selbst mit dem Kaffeerest, das hat Nespresso durchbekommen, wird das ordentlich recycelt. Das heißt, da muss man sich eigentlich keine Gedanken drum machen. Man kriegt halt wirklich tollen, leckeren Kaffee. Und ich sag mal, wenn ich mir den zu Hause mache und nicht für jeden Kaffeebecher, den ich in Pappe dann wieder wegschmeiße, also ich glaube, der Kaffee-Pappbecher macht mehr Umweltmist wie so eine kleine Kapsel und die ist, wie gesagt, recycelbar. Guckt euch da im Internet einfach mal was an. Ich setze euch einen Link unter das Video drunter. Nespresso hat da auch geschrieben, wie das recycelt wird. Da muss man sich also keine großen Gedanken machen. Solange sie in Aluminium sind, kauft bitte nicht die Plastikdinger, diese billigen, aber das werdet ihr selber rausfinden, die schmecken, schmeckt der Kaffee auch nicht. Es gibt diese nachgebauten von No-Name-Firmen mit Plastik. Die sind natürlich dann nicht recycelbar. So, also das heißt Umwelt, es schmeckt gut, es ist einigermaßen bezahlbar mit 20 Cent pro Kapsel, finde ich das in Ordnung. Und insofern passt das. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, Milch. Die Milch, die ich benutze, auch hier habe ich immer relativ viel ausprobiert. Ich bin gelandet bei Bio-Haarmilch 3,5%. Also das ist mit die beste, das schmeckt am besten. Ich habe 1,5 oder 0,7% Fett ausprobiert, das schmeckt nicht so richtig. Dann habe ich auch mal laktosefreie, boah, das schmeckte furchtbar. Also Biomilch, Haarmilch, 3,5% kann ich empfehlen. Für meinen Geschmack ist das das Beste an sich. Zu den Kapseln hatte ich mir noch was aufgeschrieben. Genau, es werden von diesen Kapseln allein in Deutschland etwa 3 Milliarden Stück im Jahr verbraucht. Das sind 5 Tonnen Aluminium, die daraus aber wieder recycelt werden, wenn wir sie in die gelbe Tonne schmeißen und nicht in den Restmüll. Wie gesagt, nicht Restmüll, gelbe Tonne. Dann ist alles in Ordnung. Das war's.
ausführlicher Bericht. Ich hoffe, eure Maschinen sind jetzt immer schön sauber und entkalkt. Wenn euch mein Beitrag gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Wenn ihr jemanden kennt, der die Maschine hat, empfehlt ihm und leitet ihm das Video weiter. Abonniert gerne meinen Kanal. Es kommen andere Berichte zu den ganzen Themen, die ich habe. Ich habe auf meinem Kanal ja doch sehr viele unterschiedliche Themen, die ich euch präsentiere. Und dann würde ich euch sagen, den hier genieße ich jetzt nochmal in aller Ruhe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.